Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Futter ist leer. Futter ist leer. Ja, geh mal ganz kurz. Wir kaufen immer gerne Wolfsblut, kein Pedigree oder Royal Canin oder keine sowas. Keine Werbung. Genau, es ist keine Werbung, sondern wir kaufen wirklich gerne Wolfsblut, weil was einfach sehr natürlich ist, ohne viel Getreide oder ich glaube eigentlich immer gar kein Getreide. Ne? Ist kein Getreide. Da ist kein Getreide. Genau, kein Getreide, kein Füllmaterial oder sonst was, sehr viele Kräuter. Und den schmeckt. Wir packen das jetzt mal aus. Wir haben viel gekauft. Ja, ich habe zu Zarauf gesagt, wir haben letztes Mal einen 15-Kilo-Sack gekauft, weil der einfach viel günstiger ist als so ein 1-Kilo- oder 5-Kilo-Beutel. Ja. Hält halt dann ein halbes Jahr, aber ist ja Trockenfutter, hält sich ja. Ja. Hat auch gut funktioniert. Ja. Nur das einzige Doofe, man hat halt nur eine Sorte, ein halbes Jahr lang. Und die Hunde sagen irgendwann so, ja, schon wieder das. Na gut, ich habe halt Hunger. Ja. Sie kriegen dann zwischendurch mal Nassfutter. Aber Xaro meinte dann diesmal, wollen wir nicht einfach zwei Sorten bestellen? Und ich meinte, ja, okay, dann reicht es halt für ein ganzes Jahr, meinetwegen. Ja, und dann ist das hier passiert. Dann ist das hier passiert. Der Postbote hat sich echt gefreut. So, also das ist deine Hunde. Da habe ich Hundefutter für dich. Musst du selber tragen. Ja, das habe ich schon aufgemacht, weil die Hunde lieben es, wenn Pakete kommen. Die wollen dann immer gucken, was drin ist. Und dann manchmal wissen sie, da ist dann auch was für sie drin. Und da wollte ich mal was ausprobieren, und zwar ist das Fischhaut, meine Damen und Herren. Also das da, liebe, wunderschöne, lecker Fischhaut. Und die Hunde waren etwas skeptisch, aber sie glaubten. So, aber Hauptbestandteil ist das da. 15 Kilogramm. 15 Kilo. Premium Dogfood. Mark Schäffig. Mit Fisch und Kartoffel und noch vielen anderen Sachen. Ja, also, meistens sind noch Kräuter und so ja drin. Also man kann ja mal hier durchgehen, was hier so in dem hier ist. Also 58% ist Fisch, davon 13% Lachs. Also viel gutes Zeug. Du Schande. Okay, so, ein Karton. Ein Karton. Also das war jetzt Fisch mit Kartoffel. Ja. So, dann haben wir hier auch noch so ein bisschen Dosenfutter von Wolfsblut. Haben wir noch nicht ausprobiert, also das ist neu. Mal gucken, hier haben wir zum Beispiel Zebra. Und hier haben wir das nächste Hundefutter. Rothirsch und Wasserbüffel. Genau, das ist das Deep Glade. Und natürlich sind da auch wieder jede Menge schöne Sachen drin. Süßkartoffel, Kürbis und viele Kräuter. Apropos, da steht es, hier steht nochmal extra hier drauf, aber ja, hier steht es auch Small Breed. Genau, das sind extra kleine Pellets, können wir gleich mal zeigen, für kleine Hunde, weil wir haben ja sehr kleine und wir haben bei der eben die Erfahrung gemacht, dass sie die Großen nicht so gerne oder eigentlich gar nicht kaut, weil die einfach zu groß, zu fest sind. Und Wolfsblut ist eine der wenigen Marken, die auch für kleine Rassen und für große Rassen Futter haben. Und das ist wirklich cool, weil die Kleinen essen sie immer. So. Irgendwie ist das schwerer. Das stinkt. Das stinkt, oder? Schauen wir mal rein. Hier, leider könnt ihr das nicht riechen, aber die Hunde riechen es umso besser. Das ist wie Weihnachten heute für die Hunde. Wie genüsslich die Amy es frisst. Ja. Jetzt ist weg. Schmeckt das gut, ja? Das ist schön. Ich bin mehr. Ja, irgendwie. Ja, das war mein Nasenloch. Fast geschafft. Ja, also Fazit. Gutes Futter. Gutes Futter. En masse. En masse für die Hunde. Für ein Jahr, ja, das reicht eine Zeit lang bei der Größe von Hund. Kann man schon mal machen, ne? Oh ja. Ich meine, vor allem, wenn sich jetzt rausstellt, dass das sowieso, also definitiv so lang hält und dass den Hunden das passt. Letztes Mal, wir haben ja schon zweimal so einen großen Sack gekauft. Mhm, stimmt. Das heißt, das war ja auch jeweils ein halbes Jahr und es war okay, wenn sie zwischendurch ein bisschen Nassfutter kriegen, haben sie das auch bisher restlos aufgefressen. Das hat er sein gebracht. Das hat er sein gebracht. Also wenn das so hier die Kauecke ist. So, Amy ist fertig, jetzt bin ich dran. Scheinbar.
Finde ich ja gut, wenn sie es auf der Decke da machen, die sowieso schon voll dreckig ist und für die Hunde gedacht ist und nicht auf der Couch oder so. Ja. Er kriegt das viel leichter kaputt, guck mal. Der hat auch viel spitzere Zähne und ein viel massiveres Gebiss. Schau mal, wie der das einfach wegkaut. Ja. Der hat eine viel größere Kaukraft als die Amy. Ja. Deswegen kaut der auch jedes Spielzeug kaputt. Mhm. Die Amy hat nie Spielzeug kaputt gemacht, er macht alles kaputt. Schon krass, aber so knack. Das ist ja schön, dass er jetzt hierher gekommen ist. Ja, guck mal ihm zuschauen. Ich finde es immer voll interessant, sie zu beobachten. Mhm. Wer beobachtet sein Haustier auch so gerne? Meistens frage ich mich dann, was genau tut er da? Was denkt er sich dabei? Vor allem, er teilt es in Häufchen. Ja. Hat er schon was gefressen? Ja, so ein bisschen, glaub ich schon. Wie er stolz davon trägt. Aber krass, jetzt lässt er das einfach da liegen. Ja, das schon fast. Kannst du irgendwie nehmen. Oder das stimmt. Ich kann es essen. Kamel, ja, heute gibt's was Gutes. Ja, liebe Leute, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Futter findet. Ob ihr sagt, boah, so viel könnten meine Hunde niemals essen oder ihr habt es ja voll übertrieben. Oder ihr schreibt, oh, gute Entscheidung. Macht weiter so. Oder habt ihr so einen großen Hund, der das in der Woche auffrisst? Stimmt, solche Hunde gibt es ja auch. Ich habe mal ein Video gesehen, wie so ein Hund so einen großen Sack umgeworfen und aufgerissen hat und alles weggefressen hat. Die Familie kam dann nach Hause und der Sack war leer. Ja, das könnte bei uns nicht passieren. Die sind auch nie dran gegangen, also nicht mal versucht. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es so gefallen ist, like da lassen. Tschüss.